Marcel, wie sieht's aus? Wo seid ihr im Moment? Wir sind gerade in Bodh Gaya. Das ist eine der bedeutendsten, ja, oder eigentlich die bedeutendste buddhistische Pilgerstätte überhaupt. Wenn man einmal hier schaut, hinter uns zwischen den Kindern, dort befindet sich der Mahabodhi-Tempel. Und das ist unweit von dem Ort, wo Buddha vor 2500 Jahren seine Erleuchtung fand. Ihr seid ja jetzt schon seit April unterwegs. Seit dem Frühjahr, seit einiger Zeit seid ihr in Indien und ihr habt uns schon mehrere Male erzählt, dass ihr die Gastfreundschaft ja sehr schätzt dort unten. Bleibt euch das immer in Erinnerung oder ist das was Besonderes auf ihrer Reise, was ihr als als Erfahrung gemacht habt? Also es war schon so bevor wir nach Indien kamen, im Iran und in der Türkei vor allem, aber auch in Bulgarien, Rumänien, da war die Gastfreundschaft ja eigentlich schon unglaublich. Aber in Indien hat das ein bisschen nachgelassen. Also in Indien, das ist schon so ein bisschen der Kampf eines jeden gegen jeden. Man muss überall immer um jeden Rupi feilschen und man wird oft versuchen, die Leute einen über den Tisch zu ziehen. Das ist schon sehr anstrengend hier in Indien. Das auf jeden Fall. Ja. Ihr habt ja auch einmal eine etwas ganz andere Erfahrung gemacht, ne? Also da war es ja schon fast gefährlich für euch beide, ne? Ja, richtig, genau. Das war vor einigen Tagen. Mama, bitte kümmern, dass die Kinder hier wegkommen. Das war vor einigen Tagen. Da waren wir in Varanasi gewesen, an dem Main Ghat. Die Ghats sind so Treppen, die zum Ganges runterführen. Und wir standen dort, da war eine große Zeremonie. Wir standen da bestimmt 15 oder 20 Minuten rum, haben uns die Zeremonie angeschaut. Und auf einmal, ich dachte dann, lass uns mal weitergehen. Und dann plötzlich, wir sind zwei Minuten gelaufen, ein riesen Knall. Ich habe noch nie so einen lauten Knall gehört. Von hinten ist eine Druckwelle durch unseren Körper gefahren oder da ist eine Bombe explodiert. Wir drehten uns um, da kamen die ganzen Leute angerannt. Ein riesen Chaos. Und ein junges Mädchen ist gestorben, das war gerade mal etwas über ein Jahr alt, an die 40 verletzt, also das war wirklich sehr schlimm. Was war das für eine Erfahrung für euch? Was habt ihr da gedacht, also in dem Moment, wo sowas passiert, was denkt man dann? Also erstmal realisiert man das gar nicht, man hört nur den Knall, man dreht sich um, es ist Chaos, man rennt erstmal einfach intuitiv mit. Und als wenn man dann abends im Bett liegt, also wir konnten nicht einschlafen, haben uns darüber noch unterhalten, dann denkt man schon, dass wir auch einfach Glück hatten, weil wir wirklich zwei, drei Minuten vorher noch genau an dem Ort standen, wo die Bombe hochgegangen ist. Bestimmt für 15 oder 20 Minuten standen wir darum, hätten wir einfach länger gestanden, dann wären wir auch verletzt oder vielleicht Schlimmeres wäre passiert, das wissen wir nicht. Also man kann das kaum beschreiben, dieses Gefühl, also es ist ein sehr mulmiges Gefühl. Und Varanasi überhaupt ist kein sehr schöner Ort, also da werden die Leichen verbrannt am Ganges und die Hunde öffentlich, ja, die Hunde, die schleichen da zwischen den Scheiterhaufen hin und her und versuchen da irgendwas von den Leichen zu stehlen und der Stadt ist so dreckig, überall sind Ratten und Fäkalien, Drogenhändler, Zuhälter, also das ist wirklich kein schöner Ort, Varanasi. Trotz dieser Erfahrung kann man sagen, dass auf eurer Reise bisher das Gute überwiegt? Ja, es ist schwer zu sagen. Also, wie gesagt, bevor wir in Indien waren, waren wir ja vom Glück verfolgt. Es war schon beinahe unrealistisch, wie viel Glück wir hatten. Das kann man den Leuten eigentlich kaum erzählen. Aber in Indien hatten wir auch schöne Zeiten. In Delhi haben wir ein nettes Ehepaar kennengelernt. Die haben uns eingeladen, die haben uns Delhi, die schönen Seiten Delhis gezeigt. Aber trotzdem, im Allgemeinen würde ich sagen, dass das Gute auf jeden Fall überwiegt. Jetzt ist ja Weihnachten und Neujahr, also der Jahreswechsel steht an. Wie sieht's aus bei euch? Wie werdet ihr das feiern? Also wir werden morgen nach Kalkutta weiterziehen. Wir sind jetzt hier in Bodh Gaya. Wir haben gerade ein Zugticket gekauft, das heißt morgen geht's dann nach Kalkutta. Dann wollen wir ungefähr zwei Wochen in Kalkutta bleiben und dann geht's nach Hause. Also wir sind Weihnachten auf jeden Fall in Kalkutta. Ja, und dann vor Silvester werden wir dann zu Hause sein. Da haben wir auch langsam genug. Dann sind wir 9 Monate unterwegs gewesen ungefähr und dann haben wir genug von der Reise. Dann habt ihr genug von der Reise. Dann seid ihr zurück. Ja, dann reicht es langsam. Wir freuen uns schon auf zu Hause, wirklich. Wir freuen uns wieder in Gelsenkirchen zu sein und auf die Familie und so weiter. Ja, wir freuen uns auch auf euch. Ne? Ihr kommt uns natürlich besuchen hier im Studio, wenn ihr wieder da seid. Ja, natürlich gerne. Das machen wir auf jeden Fall. Okay, dann wünsche ich euch oder wir wünschen euch jetzt erstmal ein frohes Fest. Ja, das wünschen wir ebenso. Also hier in Indien kommt nicht gerade viel Weihnachtsstimmung auf. Das ist ja nicht sehr christlich geprägt hier im Norden, wo wir unterwegs sind. Da denkt man schon oft zu Hause an den Weihnachtsmarkt und so weiter. Ich meine... Das ist etwas, was fehlt, ne? Ja. Glühwein. Ja. Okay, Marcel, ich wünsche euch alles, alles Gute, gute Heimreise und bis bald. Wir sehen uns. Ja, vielen Dank. Okay, bis bald. Tschüss.